Was ist das? Das ist ein Notsignal. Habt ihr das gesehen? Da ist was! Komm schon! Hilfe! Nein! Hilfe! Ich bin da! Leute, da ist ein Hai! Was machen wir jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen wieder runter. Wir müssen zurück. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur 585. Ausgabe vom Kinocast. Ich begrüße die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Hallo. Hättest du übrigens 5 Sekunden früher angefangen, hätte ich jetzt nicht antworten können wegen einem Hustenanfall. Oje, oje. Herzlich willkommen hier zu unserer neuen Sendung und... Hallo Erik. Ja, wir haben wieder ein buntes Programm. Hallo Chris. Nein, dass du deinen Namen auch sagst. Ja, mich kennt man doch langsam hier. Nee, glaube ich nicht. Nee? Okay, ich bin der Erik. Hallo. Hallo Erik. Hallo erstmal. Und wir steigen gleich mal ein mit unserem Sneak-Preview-Film der vergangenen Woche, bevor wir zu den anderen Filmen, zu den Trailern und Serien und was nicht alles noch kommen. Haben wir heute nämlich alles dabei. Wir hatten in der Sneak-Preview den Film 47 Meters Down, Uncaged. Und da passt mal wieder unser berühmter Jingle. Hier ist Hai-Alarm. Denn in dem Film geht es tatsächlich um Haie. Und wer den vorhergehenden Film gesehen hat, 47 Meters Down, da geht es ja darum, dass ein paar junge Mädchen in so einem Käfig nach unten tauchen wollen. Quasi da bis auf den Grund heruntergelassen werden sollen mit so und so auf halber Strecke erstmal kurz anhalten wegen dem Druck und so weiter und dann bis ganz runter und dann reißt die Funkverbindung nach oben ab und sie sind unten in diesem Käfig und ja, wissen nicht, was Phase ist, also oben meldet sich keiner und sie können halt auch nicht einfach aus dem Käfig raus und nach oben schwimmen wegen dem Druck, sonst kriegen sie eben diese Taucherkrankheit und sterben dann sowieso und dann kommen auch noch Haie und deswegen, weil dieser erste Film eben mit diesem Käfig zu tun hat, da ist der zweite Teil 47 Meters Down Uncaged. Und der Regisseur dieses Films ist Johannes Roberts. Der hat zum Beispiel das Meisterwerk The Strangers Opfernacht gemacht, den wir in der Sneak Preview hatten. Aber er hat auch 47 Meters Down gemacht und er hat auch The Other Side of the Door gemacht. Also irgendwie hat er ja so eine Hitrate, die ist nicht so hundertprozentig. Aber 47 Meters Down Uncaged spielt irgendwo auf den Florida Keys und war das Florida Keys? Bring ich gerade was durcheinander? Mexiko. Mexiko war es, ne? Genau. Ich habe nämlich letztens mit Florida Keys angeguckt, deswegen. In Mexiko irgendwo und hier hat ein Forscher, gespielt von Aiden aus Sex and the City, eine unterirdische, aber das war früher mal eine Stadt, die auf dem normalen Boden stand und die ist dann irgendwann überflutet worden, so eine alte Maya-Stadt und fängt nun an, die zu vermessen und es soll dann nächste Woche ein Forschungsteam kommen aus Europa und für die liegen dann schon die ganzen Ausrüstungsgegenstände bereit und seine Tochter, die gerade dort irgendwie angekommen ist in diesem Ort und sich noch nicht so richtig eingelebt hat, zusammen mit ein paar anderen Mädels, die machen da so einen Trip, also sie sollten eigentlich woanders hin und entscheiden sich dann auf eigene Faust mal loszuziehen. Finden das ist dann, wichtig, wo sie eigentlich hin sollten, das sollst du schon sagen. Sie sollten eigentlich mit so einem Glasbodenboot Haie beobachten. Wichtig. Ja. Wichtig. Und ja, die machen sich dann auf eigene Faust und finden dann, oder die eine kannte die Stelle wohl schon, weil sie mit dem einen aus dem Team von dem anderen ihrem Vater schon mal ein bisschen rumgemacht hatte. Da kannte sie diese, ja, was ist das, so eine Lagune, wo es dann so reingeht in diese unterirdischen Höhlen und da fahren die Mädels erstmal hin und da ist dann in der Mitte von diesem See ist dann hier so eine, schwimmt da so eine Palette und da springen die da mal ein bisschen rein und tauchen dann, weil dann auch die Taucherausrüstung dort rumliegt, was schon bereit liegt für nächste Woche, tauchen die dann in diese Höhlen rein und da kommen natürlich dann Haie. Entschuldigung, das ist so dumm. Haie. Und als dann noch einiges schief geht und der Höhleneingang einstürzt, können sie auch nicht mehr zurück, das heißt, müssen sie einen anderen Weg finden. Ja.
Du musst doch sagen, warum der Höhleneingang einstürzt. Durch Eigendummheit. Ja. Das ist so dumm. Weil sie da eigentlich drin rumrandalieren. Aber zum Glück, oder auch nicht, ist ja ihr Vater auch in der Höhle, um die zu kartografieren. Und so ein anderer Typ schweißt dann unter Wasser irgendwas, was nicht direkt erkennbar ist, was das eigentlich soll. Und zu denen wollen sie sich dann irgendwie durchschlagen. Und ja, Haie und Strömungen und aufgewirbelter Dreck. Und ja, darum geht es in diesem Film. 47 Meters Down, Uncaged. Und war es was für euch? Übrigens, ich setze mal noch kurz die, damit du deine Gedanken zusammenfassen kannst für dieses hervorragende Filmchen. Ich lese mal kurz aus der offiziellen Filmbeschreibung vor. Die Freundinnen müssen stattdessen schnell feststellen, dass sie in ein höllisches Gewässer geraten sind. Hier unten lauert in einem engen, labyrinthischen Höhlensystem die tödlichste Haiart, die in allen Ozeanen der Welt zu finden ist. Und leider sind sie in das Territorium dieser Bestie eingedrungen, die nun nach Blut lechzt. So, und jetzt du. Welcher du? Wer auch immer. Chris, mach mal. Es ist einer der selten dämlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Ach so, du hast bei einem Hai-Film tatsächlich irgendwie einen Oscar-Kandidaten erwartet. Nein, hab ich nicht erwartet. Das habe ich definitiv nicht erwartet. Also so vermessen bin ich dann auch nicht. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass ein Film sich nicht... Wenn das schon so auffährt und so läuft, dass es sich nicht so monströs selbst ernst nimmt, wie in dem Fall. Aber es war von vorne bis hinten so, hä? Warum? Und hä? Was? Hä? Also ich saß mehrfach mit diesem, einfach nur so, wait, what? Einfach da so. Was zur Hölle? Das fängt damit an mit, ja, es ist am Anfang okay, es wird die Familie vorgestellt, bliblablub. Das ist ja alles noch ganz schön und harmonisch quasi, also nicht ganz harmonisch für die Kleine, aber trotzdem, es werden 4 Mädels vorgestellt, die jetzt, ja, es sind halt 4 Mädels, ja. Da ja. Hat nicht mal der Cheerleader-Effekt bei mir funktioniert. Apropos, darf ich kurz was zu den 4 Mädels sagen? Eine davon war die Tochter von Jamie Foxx und eine war die Tochter von Sylvester Stallone. Nur mal so als kleine Randnotiz. Wow. Wow. Ich glaube, mit Jamie Foxx und Sylvester Stallone wäre der Film besser geworden. Nur mal so als andere Randnotiz. Adrian! Ja, genau. Und das geht dann los mit, ja, wir haben diese Lagune gefunden. Oder halt dieses Ding gefunden. Und ah, das ist der tollste Platz überhaupt. Und müssen wir noch hier rum und da rum und überhaupt und blablabla. Und du denkst dir eh schon, okay, die rennen da einen Berg runter und hin und her, wo sie lebtag nie wieder zurückkommen werden. Weil keine Chance, weil da brichst du dir sämtliche Haxen, wenn du da noch irgendwie... Was mich schon überrascht hat, dass sie sich das eh nicht schon gebrochen haben im Vorfeld. Und dann hüpfen sie da rein in dieses Wasser. Ich meine, das ist klar, ich hüpfe auch immer in einen See, wo ich nicht weiß, wie tief er ist. Hüpfe ich mal aus 10 Meter, 15 Meter Höhe mal rein. Scheiß drauf, wird schon nichts passieren. Und dann liegt dort die Taucherausrüstung für nächste Woche. Ja, ist klar, mach ich auch immer so. Ja, also ich fahre nämlich irgendwann demnächst mal nach in Urlaub oder so und dann lege ich allerdings jetzt schon alles mal dorthin, weil wird schon keiner mitnehmen oder da kommt ja eh keiner hin. Also so völlig bescheuert. Und was passiert dann natürlich? Oh, natürlich, wir benutzen das Zeug, ist doch klar. Ah, nur eine kleine Tour und bla 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 und überhaupt. Und dann gehen die tauchen, lassen sich von einem Fisch unter Wasser anschreien. Ja, nachdem die ja unter Wasser auch wunderbar miteinander kommunizieren können, so völlig problemlos. Ich meine, da hat der Erik schon für Aufklärung gesorgt, das funktioniert mit diesem Schädeldecke. Aber das ist zum Beispiel, das findest du nur raus, wenn du dich ein bisschen auskennst oder nachguckst. Weil ich wusste nicht, dass das funktioniert. Und ich dachte mir so, wollen die mich verarschen? Wie können die so gut miteinander reden? Okay, Mikrofone, okay. Aber die Ohren sind doch gar nicht unter der Maske. Das hat mich echt kirre gemacht, ja, bis der Erik den Artikel geschickt hat. Nee, das wird so ein Funkgerät oder sowas gewesen sein. Aber gut, wahrscheinlich haben die sich gar nichts dabei gedacht. Deswegen haben die auch... Was ja noch in dem ersten Teil hatten die ja richtige Tauchermasken, da konnten die sich unter Wasser auch nicht verständigen. Da mussten die sich so Zeichen geben und so. Ja. Das war hier schon
wesentlich unrealistischer mit diesen, die hatten ja richtig so, wie so bei Outbreak, so diese Masken, damit man das ganze Gesicht sieht, wo dann auch noch zum Glück in der Maske LEDs sind, damit das Gesicht beleuchtet ist. Ja, es ist so rotzdoof einfach. Entschuldigung, wenn ich das nochmal wiederhole. Und dann natürlich stürzt die Höhle ein. Wer hätte es gedacht, nachdem der Fisch einen anschreit? Das ist auch... Ah, und da natürlich dann die bösen, bösen Killerhai und die ganze Geschichte, wie sie dann so aufeinander aufbaut und wie es weitergeht. Also es ist wirklich auf dem Bierdeckel erzählt, es ist storytechnisch unfassbar. Das Tiefste ist das Wasser, das irgendwie immer tiefer wird. Ich fange jetzt gar nicht an mit der Dekompressionskrankheit oder wie das Ding heißt. Wenn du so tief unten bist, dann musst du nämlich eigentlich langsam hoch und ich so, oh, wir sind oben, oh, alles ist toll. Ah, so tief waren die jetzt nicht. 47 Meters? Ja, das ist so nur der Titel nur von dem ersten. Film. Im ersten waren sie wesentlich tiefer. Hier waren sie ja nicht okay, so tief. Okay, also der Titel ist auch noch irreführend, hervorragend. geht dann weiter, dass nach einer Viertelstunde, wo sie dann da unterwegs waren und nach 10 Minuten so, oh, wir haben nur noch 50% Luft. Ey, ich würde mich bedanken, wenn ich eine Expedition vorbereite und meine Tochter und ihre Freundin springen ins Wasser, nehmen das mit und verbrauchen halt schon mal 50% von der Luft. Da hast du richtig Bock. Und da habe ich auch gedacht, so nach einer Viertelstunde, 50% weg, so, okay, die halten nicht so lang, diese Flaschen. Das wird spannend. Und dass der Film dann noch 1,5 Stunden lief und die langsam das Luftgemisch oder den Sauerstoff einfach aufgebraucht hat, langsam. Und dabei waren sie ja völlig in Hektik, weil da verbrauchst du ja nicht mehr Sauerstoff. Ist ja klar, wenn du so atmest, so kurz vorm Hyperventilieren. Dass das so langsam dann runtergeht, das war alles rotzdämlich. Und die Dialoge rotzdämlich. Ich sehe schon, du hast den Film zu ernst genommen. Nein, der Film hat sich selber zu ernst genommen. Das war das Problem. Technische Fehler. Es war ein Hai-Film. Guck doch mal, Sharknado. Sharknado nimmt sich von vorn bis hinten nicht wirklich ernst. Die wissen, dass es kompletter Quatsch ist. Ja. Und das feiern die auch und das leben die auch aus. Ja. Und das ist cool, das ist witzig, weil ne, das läuft, das ist einfach eine Art Humor dann auch und ja, wird halt nicht zu ernst genommen. Und 47 Meters Down als Hai-Film, der nimmt sich so ernst, als ob die was weiß ich was irgendwelche Preise damit einheimsen wollen. Ja, vielleicht goldener Fischfilm des Jahrhunderts oder so, keine Ahnung. Unfassbar doof. Also, unfassbar. Ich habe streckenweise, und das habe ich lange nicht echt überlegt, ob ich einfach rausgehe und draußen dem Teer beim Vergilben zugucke oder so. Keine Ahnung. What? Ja. So habe ich mich gelangweilt. Ich habe das Internet runtergeladen. Du bist nicht so, glaube ich, der Hai-Film-Fan. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das war einfach ein absolut schwachsinniger Stück Film. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja ein Hai-Film-Fan. Also ich mag ja Hai-Filme. Aber selbst ich fand den Banane. Ja. Also habe ich zum Chris gesagt, der erste Teil war besser. Das stimmt. Der war im Gegensatz zu dem wirklich gut. Ich fand den einfach, also die Story grundsätzlich, glaube ich, ist gar nicht mal so doof. Ja, also hier mit so Höhlensystem wird erkundet und da irgendwelche komischen Viecher tauchen auf. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es sowas gibt, ja. Aber die Umsetzung, also abgesehen davon, von den einfachsten Logikfehlern, ja. Gerade wie der Chris sagt, ich gehe da hin, benutze einfach die Tauchausrüstung, die da extra vorbereitet wurde für andere und reite die halt mal um 50% mindestens runter, wenn es gut läuft, ja. Das ist so ein absolutes No-Go, ja. Andererseits ist das natürlich auch, das sind Teenager, die denken darüber nicht nach. Aber auch die Dialoge, das ist so unfassbar dämlich gewesen. Wow. Ich und auch was vergessen. Unter Wasser, ja, also dann, warum die Höhle einstürzt oder dieser Gang einstürzt. Entschuldigung, du kannst mir doch nicht erklären, dass das 55 Kilometer unter Wasser diese Säule zum Umstürzen kriegt. Es tut mir leid, weil sie rückwärts schwimmt und sich erschreckt. Ey, sorry, das ist komplett unlogisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss mir mal jemand physikalisch beweisen, bitte. Das ist, halte ich für total bescheuert. Da wäre so ein leichtes Erdbeben viel logischer gewesen. Ja, aber Chris, wenn deine Logik gilt mit dem auf dem Kieselstein, dann hätte irgendeine Schwanzflosse, irgendeine
Wasserverwirbelung, die ganzen Säulen. Das hätten schon gereicht. Die dann hätten die das alles schon umgeworfen. Und kannst du das doch nicht erklären? Das ist doch total absolut Witz. So. Dann ja. hätten sie lieber irgendwie ein leichtes Erdbeben simulieren sollen oder was weiß ich. Ja, das hätte man ja sogar im Vorfeld sogar erklären können mit einem kleinen Mini-Erdbeben, wo die noch in der Schule sind oder was weiß ich. Ja, aber das ist so Banane gewesen. Was ich sehr, sehr geil fand, waren die Effekte. Der Hai war sehr, sehr cool. Ich fand den Hai echt gut. Der sah schon creepy aus. Und über das Ende müssen wir nicht sprechen. Das Ende war einfach nur der absolute Oberwitz. Das ist so, unfassbar so hässliche schlecht Haie. Ey. Ah. Ja, aber du musst überlegen, die leben ja da in diesem Höhlensystem. Da waren die deswegen Alligatoren die ja von letztens so waren besser animiert sein. Da. Ah. Oh mein Gott. Ah, nee. Und noch was zum Thema Logik oder so. Ey. Also, ey, ganz ehrlich, dann kommen die da irgendwie an dieses Glasboot, ne? Glasboot, wo sie eigentlich nicht mitfahren sollen? Nicht verraten, das ist doch Ende, das darfst du nicht sagen. Die kommen an das Glasboot, ist mir egal, ich reg mich tierisch auf. Die kommen an dieses Glasboot, ja, und klopfen an die Scheiben und alle, oh mein Gott! Und nächste Einstellung von oben, Vogelperspektive, sind die 20 Meter vom Glasboot wieder entfernt und schwimmen hin. Hä? Und Erik, wie war das mit dieser riesigen Wunde am Rücken? Ja. Das war lustig. Ja. Also das Ende, das Ende war super. Also das Ende, das hat es nochmal richtig übertrieben. Das war so ein Käse. Das hat mir so gut gefallen. Also das war das passende Ende für diesen Hai-Film. Also wie das nochmal so völlig übertrieben dann wird, das hat nochmal meine Punktzahl noch ein bisschen nach oben, das Ende. Was für ein Quatsch, ey. Also was für ein sensationeller, unfassbarer, ich hatte viel Spaß. Ich nehme mich ganz tierisch ernst, Quatsch. Ich hatte viel Spaß bei dem Film. Man darf es eben nicht ernst nehmen. Man darf eben nicht die ganze Physik hinterfragen oder irgendwas bei so einem Film. Muss einfach. Oh nein, na komm. Da haben wir schon bessere Hai-Filme gesehen. Ey, klar, es gibt bessere Hai-Filme. Also... Klar, keine Frage. Ungefähr jeder Hai-Film ist besser. Nein, nicht jeder. Gibt schon echt miese Dinger da. Aber ja, also mir hat er ganz gut gefallen. War okay, so 5 Punkte gebe ich ja. Und mal wieder schön so ein Hai-Film. Ich habe bei dem Film mehr Spaß gehabt als bei diesem 3 Stunden Midsommar-Ding hier, wo irgendwelche die ganze Zeit nur in Schweden da rumgetanzt haben und irgendwie da sich von Klippen gestürzt haben und sonst was und irgendwie im Kreis gebumst haben da. Also das hat mir hier wesentlich mehr Spaß gemacht, der Film. Ja, im Kreis gebumst finde ich. Ja, okay. Er war auf jeden Fall, was das angeht, war er kurzweiliger wie Midsommar. Das ist ja schon definitiv. Ganz anderes Genre. Ganz schlimm. Puchel. Also ich fand's geil. Ich habe ihm 1 Punkt gegeben und weil, boah. Ich habe 5. Also Crawl war gesagt. Besser. Ich gebe ihm 3. Aber Crawl war keine Haie. Ja, aber Crawl waren die Krokos. Ja. Und die waren, fand ich, besser animiert. Hätten wenigstens noch Haie mit zusätzlich kommen können bei den Kroko-Filmen. Hätte ich besser gefunden. Ja. Naja, mal gucken. Also, wie schaut denn der Hinweis für morgen aus für die Sneak Preview? Und die Sneak 1021 am 7.10. Morgen gibt es übrigens wieder Bilderrätsel auch noch. Lautet der Tipp einfach nur, weil es ist ein OV-Film, warum so ernst? Mhm. Ja, warum so ernst? Why ist da schon so was serious? Eingegangen? Das kann ja nur der neue Joker sein. Es tut mir leid, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber das wäre fast ein zu großer Kracher für die Sneak Preview. Das kann ich mir aber schon vorstellen. Ich meine, ich finde den Tipp relativ einfach. Und wir hatten es in der Vergangenheit öfter mal, dass die Tipps, wenn es ein großer Film war, einfach waren. Einfach damit viele Leute kommen, der Saal dann auch voll ist. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und es wäre halt richtig geil, weil der läuft jetzt bald an. Und so ein kleines Vorgeschmack für die Sneaker ist schon nein. Ja, aber schon. Und was soll es denn sonst sein? Weiß das nicht. Das ist so offensichtlich mit warum so ernst, why so serious. Was soll es sonst sein? Kann auch was anderes sein. Wir hatten schon oft was, wo wir gedacht haben, oh, das nicht vorstellen. Kann nur eins sein. Das könnte genauso gut Adams Family Film sein, der jetzt bald kommt. Genau. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre dann aber schon so arg in your face. Wir werden sehen. Das mache ich, glaube ich, nicht. Mach die Kinoleitung nicht, glaube ich. Wir werden sehen.
Sehr fett auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall noch einen neuen Film bekommen, der erst auch ein ganzes Stück später anläuft. Habe ich nämlich jetzt gerade hier beim Durchscrollen gesehen, als ich ein bisschen geschaut habe, was so alles anläuft. Nämlich in derselben Woche, wo der Addams Family Film anläuft, läuft auch ein Film an, der heißt Brittany Runs a Marathon. Am 24. Oktober startet er in Deutschland. Der ist von Amazon Studios produziert und wir sind eingeladen worden, uns den Screener dazu anzuschauen. Und in diesem Film geht es darum, dass die Hauptdarstellerin Gillian Bell, die spielt eben die Brittany, am Anfang ist sie doch extrem übergewichtig und hat auch dadurch einige gesundheitliche Probleme und auch so ein bisschen im privaten Umfeld, weil sie sich da, ja, weiß nicht, wird halt von ihrer Freundin, die extrem dürr ist und so ein Instagram-Model irgendwas macht und so weiter, wird sie halt immer so ein bisschen untergebuttert und sie kommt auch, ja, privat und beruflich irgendwie, kriegt sie nicht so rechten Fuß auf den Boden und als sie dann mal zu einem Arzt geht und der ihr sagt, hier, sie müssen da was tun, also sie haben da wirklich extreme Probleme mit der Leber und allem, sie will da eigentlich nur irgendwie so ein, ich glaube, so ein Stimmungsaufheller ist das, was sie verschrieben haben will, also wer hat es gesagt? Adderall, ne, oder so. Ist doch, glaube ich, ja, irgendwie so ein Stimmungsaufheller, damit sie nicht so irgendwie deprimiert ist. Da sagt er zu ihr, naja, sie haben ganz andere Probleme und ich verschreibe ihnen das nicht und empfiehlt ihr, dass sie sich doch mal ein bisschen körperlich bewegen sollte. Sie geht dann auch in so ein Fitnessstudio und da werden aber relativ hohe Kosten aufgerufen, $149 im Monat, die sie nicht hat, also für das Einstiegspaket. 129, ja. für das Einstiegspaket und das Geld hat sie einfach nicht, weil sie da auch gerade irgendwie sich so beruflich gerade mal so ein bisschen halb durchschlägt und das, ja, das Geld hat sie einfach nicht dafür und irgendwann hat sie dann so diesen Knackpunkt, wo sie denkt, ey, ja, was mache ich jetzt? Und sie hat so eine Nachbarin, so eine Fitness-Tussi am Anfang, ne, die immer joggen geht und irgendwie raus und die trifft sie immer und über die macht sie sich immer mit ihrer anderen Freundin so ein bisschen lustig und irgendwann kommt sie aber auf die Idee, Mensch, eigentlich laufen gehen kostet nichts und ich kann es gleich vor meiner Tür machen und ich muss irgendwas tun und sie überwindet sich dann und sagt sich, okay, wenigstens eine Runde mal um den Block, ist dann natürlich fix und alle und nach der einen Runde und ja, findet aber irgendwie Gefallen dran und freundet sich da auch noch so ein bisschen mit ihrer Nachbarin an, die sie am Anfang so ein bisschen abgekanzelt hatte und ja, auch in ihrem privaten Umfeld läuft es dann schon ein bisschen besser, als sie was für sich hat, wo sie so eine Leidenschaft entwickelt und irgendwann im Laufe des Films kommt sie halt auch auf die Idee, vielleicht mal am New York Marathon teilzunehmen und was natürlich, wenn man von Null anfängt und auch ja, mit Übergewicht zu kämpfen hat, doch eine ganz schöne Herausforderung ist und sie setzt sich halt erstmal kleine Ziele und macht da erstmal so eine Meile, zwei Meilen und so. Ist natürlich witzig, ich hatte letzte Woche ja diese Doku empfohlen, From Fat to Finish, die auf Amazon lief, ist ja fast ein bisschen was Ähnliches, wobei das ein bisschen anders war, weil hier geht es ja um Marathon und dort war es ja so eine Art Staffellauf und hier jetzt als Film. Und ihr habt es beide geschaut, oder? Ja. Ja? Ja, wir haben den Screener auch genutzt, klar. Ja. Haben uns das auch angeschaut und sind da, glaube ich, ein bisschen geteilter Meinung jetzt raus. Mhm. Weil ich habe viele M's gerade drin, weil ich nach den richtigen Worten ringe. Ich fange mal damit an, dass ich leider kein Fan von Gillian Bell bin. Ich finde die etwas nervig. Aber kanntest du die vorher? Ich kannte die nicht. Ich kannte die vorher aus 22 Jump Street. Ah, okay. Irgendwie kam sie mir bekannt vorher. Ja, ja. Da kannte ich sie her. Und ja, da ging sie mir schon auf den Keks. Und jetzt wieder, also Girls Night Out spielt sie übrigens auch mit. Wie gesagt, ich mag die Schauspielerin jetzt nicht so arg. Ist so, sie ist bestimmt eine nette, tolle Person und alles. Ja, weiß nicht, ich bin da nicht so mit ihr warm geworden. Ich finde es ein bisschen nervig und auch dieses, ich versuche so super witzig zu sein oder ich mache einfach aus allem einen Spaß und dies, ja, diese Art und Weise, wie sie es gespielt hat, war schon cool und
Auch wie sie es rübergebracht hat, fand ich ganz arg toll. Also gerade so ganz am Anfang noch diese Szenen mit, ich bin einfach unsicher, wenn ich mit irgendwas konfrontiert werde, mache ich halt irgendeinen Blödsinn, lenkt dann damit ab. Das zieht sich dann weiter noch mit dem Babysitter-Job, wo sie machen möchte, mit der, wo sie in ihrem Lebenslauf lügt. Und auch da, aber da kommt auch dann wieder die Unsicherheit zurück, auf dem Weg einfach dieses Selbstvertrauen in sich aufzubauen. Und dass es dann alles ein bisschen übers Ziel hinausschießt, weil die dann doch selber kein Vertrauen in sich auch hat und alles, und wo das dann hinführt, da sehe Familienfest und alles, und klar, die Rückschläge gehören auch dazu und bliblablub. Das ist alles cool gemacht, das ist auch relativ glaubwürdig dargestellt. Wie gesagt, ich komme mit Julian Bell nicht so ganz, werde ich nicht so ganz warm. Und was ich noch ein bisschen schade fand, ist, ich fand ihn streckenweise ein bisschen lahm, also ein bisschen langweilig. Da hat mir echt so ein bisschen der Drive gefehlt, das war so. Es hat geplätschert wie so ein kleiner Bergbach. Und wir haben es ja zu Hause angucken können. Ich habe nebenher mit dem Hund angefangen zu spielen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges verpasse oder dass mir ein wichtiger Twist durchgeht. Ist interessant, so die, wie du das so. Aber wahrscheinlich, ja, dadurch, dass ich halt auch laufe und bei mir, ich habe auch vor ein paar Jahren überhaupt angefangen damit. Ich habe mich halt doch schon in einigen Punkten ein bisschen wiedergefunden da. Gerade auch so, wie wenn man jetzt anfängt damit. Bei mir war es halt auch so, weil ich wollte halt unabhängig sein von irgendwas. Ich will jetzt nicht da irgendwo hingehen müssen, um da irgendwas zu tun. Und ich meine, bin jetzt auch, ja, in einem Alter, wo es, war mal bei meiner Mom, ging es damals ein bisschen los, so mit gesundheitlichen Problemen, dachte ich, okay, ja, ich muss doch was tun, nicht nur die ganze Zeit hier Fallout spielen und so, ich muss halt auch ein bisschen raus, irgendwas machen, und dann ist die Frage, ja, was machst du da? Und da fiel dann bei mir die Wahl auch irgendwie aufs Laufen, weil da kann ich, wenn schönes Wetter ist, ziehe ich Schuhe an und renne hier bei mir zur Tür raus und dann geht's los. Sobald wie ich da jetzt irgendwo hingehen müsste noch, in irgendein Fitnessstudio oder irgendwas, dann ist schon wieder, ach nee, jetzt erst noch da hinfahren oder irgendwas, das ist mir schon zu viel, ja. Und gerade auch, was sie so durchmacht, hier dieses, auch dieses Umfeld dann, ne, wenn so, ja, was machst du jetzt hier, was machst du jetzt hier, ja, ich geh jetzt laufen, ja, was, warum jetzt und so. Auch so diese ganzen toxischen Freunde, die sie da hat, so ein bisschen, die sie da auch davon abbringen wollen und immer wieder zurückführen wollen auf diesen Weg, auf dem sie vorher war, weil sie dann einfach immer die war, die andere gut aussehen lassen hat, ja, durch ihre Art und Weise, ne, da sahen halt die anderen noch besser aus und das fand ich halt schon ziemlich gut dargestellt hier auch. Basiert ja auch auf einer wahren Geschichte, muss man dazu sagen, also man sieht ja auch dann im Abspann auch die echte Person und die echte Brittany, ja. Die Transformation, die Hauptdarstellerin hier durchmacht, die fand ich auch enorm. Also am Anfang hat sie ja doch, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie digital oder wie sie das gemacht haben oder mit Maske oder irgendwas, oder ob die Schauspielerin wirklich da am Anfang ein bisschen zugelegt hatte, um dann eben diese Transformation klarzumachen. Aber das war schon ein Unterschied. Also man hat da doch schon einen deutlichen Unterschied gesehen, ne? ja, schon. Also das ist super, weil sie hat ja wirklich, glaube ich, richtig abgenommen auch für den Film. Und deswegen, das ist, wie gesagt, schauspielerisch schon super, nur. Ja. Und Kate, hast du es auch geguckt? Du hältst dich so seltsam zurück hier? Nö, ich halte mich nur zurück, indem ich den Chris einfach mal schwätzen lasse. Ach so. Danke. Ich will ihm ja nicht ins Wort fallen. Krieg ich wieder Ärger. Kriegst wieder Dresche. Schürfer liegt schon bereit hier. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Mir hat der Film sehr gefallen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig bei solchen Filmen. Es gibt noch einen anderen Film, den ich sehr, sehr liebe, wo ich auch immer, wenn ich ihn angucke, den Drang habe, meinen Rucksack zu packen und loszulaufen. Ich finde solche Filme immer sehr, sehr schwierig für die Personen, die ihn angucken, ja. Weil also ich als Frau, ich denke mir dann immer so, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen? Mal, wenn die das schafft. Aber klar, es ist ein fiktiver Film, um Gottes Willen, ja, okay. Aber trotzdem, das ist halt, dann sitzt du da mit deinem geschmierten Brötchen, deinem Schinken drauf und die joggt da durch New York und denkst so, du hast auch ein paar Kilos zu viel. Ich finde, das ist immer so ein bisschen arg viel Spiegel vorhalten vor andere Menschen.
Vielleicht ist aber gar nicht so gemeint, es ist eher so, wahrscheinlich eher diese Motivation so, man kann alles schaffen und bla bla bla, aber ich finde es schwierig. Was ich aber allerdings dem Film extrem zugute halte, ist, dass er halt nicht rosarot ist, ja, dass er nicht, okay, die Übergewichtige fängt jetzt an zu joggen, das funktioniert alles total super und sie erreicht ihr Ziel und so, alles super toll und klasse, sondern das ist halt auch, es zeigt halt auch die Schattenseite, es zeigt die Schmerzen, die Vorurteile von anderen, dass halt nicht alles sofort erreichbar ist, was man sich als Ziel setzt, dass irgendwas dazwischen kommen kann, dass man nicht ernst genommen wird, dass gesundheitlich irgendwas schiefläuft, auch kurz wird, ich finde ja auch, dass kurz aber angesprochen wird, dass der Ehrgeiz oder der zu hohe Ehrgeiz, der dann entstehen kann, wenn sie sich immer wieder auf die Waage gestellt hat, um zu festzustellen, oh, sie hat wieder abgenommen, sie hat wieder abgenommen und dann waren aber plötzlich wieder 3 Kilo zu viel drauf. Und dann dieser Frust, den sie dann in dem Moment hatte. Das ist halt, ich glaube halt, dass wenn jemand anfängt mit sowas, so extrem versucht abzunehmen und das mit Sport zu verbinden und es zu verbissen sieht, kann das halt auch sehr schnell in was anderes umschwenken. Und das wird vielleicht, finde ich, in dem Film auch nochmal kurz angehaucht, was ich gut finde, dass es eben nicht immer nur die schönen Seiten gezeigt werden und das alle, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen, und zwar in rosa-rot, sondern hier auch mit hinfallen und wieder aufstehen müssen. Na, genau. Also sie hat ja auch diverse Rückschläge und so. Das, genau, und auch dieses, wie andere sie wahrnehmen mit ihrer Mitbewohnerin, mit von wegen, ja, das sind halt Läufer und du joggst ja nur ein bisschen. Ja, das ist nicht ernst genommen werden. Das ist so echt. Das ist so unfassbar echt. Und das hat mich fast ein bisschen schockiert in dem Film, ja, dass er so ehrlich ist. Man darf sich da halt nicht beirren lassen dann. Also ich meine, ja, aber es gibt, aber in der heutigen Zeit, in der heutigen Social Media Zeit, du wirst überall fotografiert, du kriegst alles mit, alles wird auf Instagram und was weiß ich wo gepostet. Die ganzen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, ja, oder auch in meinem Alter, um die 30 rum, so wie die jetzt in dem Film ja auch war, du sagst immer, ach, das kann denen doch egal sein, aber es ist dir nicht egal. Es ist dir nicht egal. Und es war auch ihr, es war auch der Brittany im Film nicht egal. Ja? Sie hat zwar immer so getan, ja, ich laufe jetzt einfach stolz weiter und mit erhobenem Haupt ist. Und zu Hause hat sie es beschäftigt. Oder ja, auch als sie angefangen hat zu laufen, die Tür überhaupt mal aufzumachen und rauszugehen. Das fand ich eine super Szene. Also, das ist schon echt hart. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass der Chris den Film langweilig fand. Weil der hatte so viel Emotionen drin, dass es einen auch aufwühlen kann. Egal, es muss jetzt nicht spannend und actionreich sein mit einer Verfolgungsjagd. Es kann dich auch auf andere Weise aufwühlen und spannend sein. Und ich finde, das hat der Film ganz gut gemacht. Ja. Ja, bestreite ich ja überhaupt gar nicht. Ich habe ja gesagt, zwischendrin fand ich ihn echt langweilig. Also gerade so Szenen finde ich auch gut. Da, dass man das auch sieht, auch dieser innere Kampf oder dieser innere Schweinehund, den es da zu überwinden gilt und alles. Nur halt, ich fand ihn dann doch ein bisschen Kaugummi-mäßig. Was ich ein bisschen nicht ganz gut ausgearbeitet fand, waren so die, sag mal so, ihre amorösen Sachen da mit, ich will jetzt nicht sagen wer, weil das ist ja ein bisschen eine Überraschung im Film und so. Das fand ich ein bisschen schlecht ausgearbeitet, war ein bisschen unglaubwürdig. Und dann auch, ja, so die Sprünge, die sie macht, von den Erfolgen her, die sie einfährt, die waren ein bisschen ja, zu hastig. Also ich hätte mir da gern mal, da war zwar immer mal eingeblendet, so jetzt sind wir im Sommer, jetzt sind wir im Winter und so, aber ich meine, sowas geht ja auch lange und so. Aber ansonsten, ja, dieser Rückschlag, den sie hat, den du auch angesprochen hast, Kate, wo sie dann zu ihrer Familie wieder zurückgeht, ja, und dann wieder in ihre alten Muster reinfällt und ich meine, das ist halt in Amerika nochmal schlimmer als bei uns. Also wenn du da wenig Geld zur Verfügung hast, bist du halt irgendwie so ein bisschen auf Fastfood halt angewiesen, ne? Weil das ist halt wirklich billig und gibt es an jeder Ecke. Und sie ist ja auch jedes Mal, wenn sie zur Tür rausgeht, ist da so ein Würstchenstand und so, da muss sie sich jedes Mal überwinden, da nichts zu holen. Und ansonsten ist ja so,
ich meine, wenn sich jeder wie er mag, wenn sich jeder wohlfühlt, so wie er ist, ist alles super, ne? Aber sie hatte halt gesundheitliche Probleme und musste halt da was tun, sonst wäre halt gerade in Amerika mit Krankenversicherung und so, ist ja noch ein ganz anderes Thema, sonst stürzt ja dann noch weiter ab, wenn du dann nicht mehr arbeiten kannst, und das halt bringt da nochmal eine ganz andere Brisanz mit sich, ne? Ich meine, da so ein Marathon, das ist schon ein absolutes Brett, ne? Also wenn sie da, das würde ich mir jetzt noch nicht mal zutrauen, und ich laufe jetzt doch schon ja ein paar, 2-3 Jahre oder so. Also da aber so ein Marathon, boah, das ist schon der Hammer. Naja, mal gucken. Ja, also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich mag halt auch immer so ein bisschen so solche Geschichten, wo jemand an sich selber dann arbeitet und auch mit Rückschlägen klarkommt. Das ist halt auch beim Laufen, finde ich, wenn man halt die Schuhe anzieht und loszieht. Ich meine, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Und wenn du dann sagst, nee, ich mache das jetzt noch, so, dann lernst du halt auch viel fürs Leben, weil du eben nicht bei den ersten Widrigkeiten irgendwie hinschmeißt und so. Und fand ich hier auch sehr, sehr gut dargestellt im Film. Also empfehlenswert von mir, ja. Aber man muss wahrscheinlich so ein bisschen Leidenschaft fürs Thema an sich mitbringen, und ich fand auch schön, dass der war halt nicht so Hollywood-mäßig, der Film. Vielleicht ist, kann man es so ausdrücken. Es war halt wirklich so, als hätte irgendwie ein Freund sie beobachtet, so quasi dokumentarisch, was sie da jetzt tut, obwohl das natürlich auch schon kameraeinstellungsmäßig war das schon so, dass es nicht so eine Mockumentary war. Also es war schon ja, cinematografisch gemacht, aber es war halt doch ein bisschen roh, würde ich es mal nennen. Also von der Erzählstruktur her nicht so dieses Typische. Und deswegen wusste man auch gar nicht so recht, in welche Richtung geht's jetzt, ja? Was passiert da jetzt? Und hat mir gut gefallen. Ich schwank ein bisschen hin und her zwischen 7 und 8 Punkten. Ich glaube, ich mache mal 7,5 draus oder so, genau, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht erwischen wir den ja sogar nochmal in der Sneak. Der läuft ja erst noch ein paar Wochen an. Dann können wir nochmal gucken. Würde ich sogar gerne nochmal gucken. Ja. Yeah. Und wir hatten den in OV. In OV zündet der sowas bei mir eh immer ein bisschen besser. Und ja, vielleicht mal gucken, wie es im Deutschen dann wird. Ja. Kate, du hast noch keine Punkte drin? Ich gebe ihm 8 Punkte. Okay. Chris? Ich bin dann bei 6 Punkten. Na, da haben wir ja. Auf jeden Fall. Das ist kein schlechter Film. Genau, wir liegen im Empfehlungsbereich, also der ja über 5 Punkte liegt, kann man durchaus gucken. Und ansonsten, liebe Hörer, dann müsst ihr für euch einschätzen. Wir liegen sogar im oberen Drittel, um es ganz genau zu nehmen. Ja, da kommt der Mathelehrer wieder durch hier. Wir können ja noch die gaußsche Verteilung hier, Wichtung und so weiter. Das darfst du einmal machen als Hausaufgabe, lieber Erik. Das ist schon okay. Nee, keine Hausaufgaben mehr. Okay, ich habe tatsächlich noch einen Film geguckt, den kann ich relativ kurz abhandeln, weil den hat der Chris schon in Ausführlichkeit besprochen, nämlich auf Netflix Between Two Ferns. Nachdem mir der Chris irgendwie, war das gestern Abend oder so, wo du mir geschrieben hast, hast du das schon geguckt? Da ist mir eingefallen, ja. Nee, das wollte ich ja noch gucken, stimmt ja. Und dann habe ich das angemacht, während ich hier bei Fallout ein paar Missionen gemacht habe. Total witzig. Ich habe mich so kaputt gelacht. Aber wie der Chris schon gesagt hat, der Film besteht aus Interviewszenen mit bekannten Hollywood-Darstellern und Seriendarstellern und Musikern und sonst was alles. Und das ist eingebettet in so eine Rahmengeschichte, die ist ein bisschen Banane. Hat 2-3 nette Sachen, die Rahmengeschichte, das war es dann aber auch. Aber das Ganze wird extrem getragen von Zach Galifianakis, der so einen ganz eigenen, abgefahrene Art von Humor hat, die wirklich sehr gut mit Will Ferrell zusammenpasst. Nee, Will Ferrell heißt er eigentlich. Will Ferrell, habe ich gelernt. mit Will Ferrell zusammenpasst, der ja auch irgendwie so eine ganz trockene Art von Humor hat, der auch in dem Film mitspielt, was mir auch gut gefallen hat. Und sehr empfehlenswert. Also wer diverse Hollywood-Stars sehen möchte, die offensichtlich in einem Interview mit Fragen konfrontiert werden, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben. Und wenn ich das richtig durchschaue, das Konzept, dann ist es so, dass nur Zach Galifianakis die Fragen kennt, dann, und die Hollywood-Darsteller wissen natürlich, dass sie jetzt in einem Film sind und dass das alles ein bisschen lustig wird und so. Und sie sollen das aber ernst nehmen, was da kommt, und ernst antworten. Aber so wie die manchmal auf die Fragen reagieren, da weißt du genau, okay, die wussten offensichtlich das Skript vorher nicht.
Und dadurch ist die Überraschung im Gesicht der Leute so zu spüren. ja, auf jeden Fall angucken. Also für mich auch eine absolute Empfehlung. Sehr, sehr lustig. Und ich muss mal diesen ganzen Backkatalog durchgucken von Funny or Die, von den Interviews. Da gibt es bestimmt noch mehr Material. Definitiv, ja. Aber einfach dieses, dann, und dann halt die Outtakes, ne? Ja, ach, die unbedingt, ja, unbedingt laufen lassen. Die Schriften fangen dann schon an. Also da bei Netflix rechnet man ja normalerweise nicht mit Outtakes. Aber hier, da gibt es noch einiges, da gibt es noch einige Szenen und die hauen da nochmal richtig rein, weil dann sieht man auch, wie dann tatsächlich das so passiert ist im Umfeld und ja, extrem lustig. Also Between Two Ferns, auch wo dann die Pfanne mal kaputt geht. Dein Vater ist beim Sex mit deiner Mutter gestorben. Möchtest du auch mal so abtreten oder irgendwie? Was? Du hast gesagt, du möchtest auch so abtreten. Ja, solltest du deine Mutter das nicht aufhören? Oh Mann, ey, das war echt so krass, ey. Ja, ja, aber ja, und auch die Fragen hier an hier Paul Rudd und so, das ist total großartig. Macht es einen Spaß, eine Ameise zu spielen? Sehr empfehlenswert, Between Two Ferns, Netflix, guckt das alle. Und was ihr noch so gucken könnt, schauen wir jetzt. Kinocharts und Neustarts. In den Charts in Stuttgart. Auf Platz 10 nur noch Once Upon a Time in Hollywood. Auf Platz 9 Der König der Löwen. Ah, Svenja! Entschuldigung. Platz 8 Rambo 5 Last Blood. Platz 7 Ad Astra zu den Sternen. Platz 6 S Kapitel 2. Platz 5 Gemini Man. Platz 4 Angry Birds 2 der Film. Platz 3, Downton Abbey. Platz 2, Shaun das Schaf, der Film UFO-Alarm. Und Platz 1, Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Oh, Platz 1, wow. Ja. Der Trailer sah echt ganz niedlich aus, irgendwie. Irgendwie. Ja, aber irgendwo. Trotzdem. Ich gucke gerade mal, was so in den USA. USA auf Platz 1, Abominable. Abominable. Ich guck mal, was das ist. Ach, Everest ist das auch. Heißt im Original Abominable. Hatte irgendwie ein ganz anderes Poster als bei uns, deswegen habe ich das nicht erkannt. Abominable. Tja. Und Downton Abbey 2, Hustlers 3. Ja, ist noch irgendwas drin, was bei uns nicht ist? Nö, kennen wir alles. Okay, und was startet jetzt in dieser Woche an? Das ist ja vom 10. Oktober. Genau. Die Neustarts, 10. Oktober. Joker. In der düsteren Origin-Story von Batmans Erzrivalen, dem Joker, spielt Joaquin Phoenix einen Mann, der zu Unrecht von der Gesellschaft ausgestoßen wird. Von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beats und weiteren. Dougie B? Ja, Dougie B, genau. Ja, auf jeden Fall vom Regisseur Todd Phillips, der Hangover gemacht hat. Das wird lustig, sage ich euch. Ja, Joker. So, dem Horizont so nah. Die Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Jessica Koch über die tragische Beziehung zu ihrer großen Liebe, dem schwer traumatisierten jungen Danny. Ja, ja. Ich habe auch einen schwer traumatisierten Film, 47 Meters Down, Uncaged. Haben wir ja drüber gesprochen. Dann läuft auch noch an, ein Film, der mich tatsächlich ein bisschen interessiert. Dora und die Goldene Stadt. Das ist quasi die Realfilm-Adaption von der Fernsehserie, von der Nickelodeon-Fernsehserie. Und hier muss jetzt Dora das Abenteuer überstehen, Highschool. Ich bin da etwas irritiert, weil also für mich ist Dora the Explorer so ein kleines Mädel, ja? Also das ist was wo ich nicht so ganz mit kann. Ich habe Dora the Explorer immer als kleines Mädel, da mit irgendwelchen Tieren unterwegs ist und bliblablub, Zeichentrickserie, total süß, total bunt und bliblablub. Und jetzt kommt ein Film mit Dora die Highschool-Schlampe, Entschuldigung. Ja, die ist jetzt größer geworden. Die wird ja auch mal älter. Ja, die ist jetzt größer geworden. Und Also ich weiß nicht, ob das... Die spannende Frage ist ja, wird Diego auch da einen Gastauftritt haben? Tja, jetzt Insider, hä?
Naja, ja, gespannt. Und ich glaube, wenn ich tippen würde, würde ich sagen, ja. Aber okay. Und die sieht im Trailer schon so aus, als könnte es tatsächlich die Dora sein, so von dem Zeichentrick. Wie gesagt, ich weiß nicht. Mal gucken. Geht für mich so in Richtung Lara Croft und das finde ich dann ein bisschen seltsam. Egal. Der Glanz der Unsichtbaren läuft ebenfalls noch an von Louis-Julien Petit mit Audrey Lamy, Corinne Maziero und Noemi Lvovsky. Ach, Gottes Willen. Wie spricht man denn L-V-O-V-S-K-Y aus? Lvovsky. Ich würde das V einfach weglassen. Lvovsky. Welches? Das erste. Das erste. Ich weiß nicht. Wenn das V weglässt, ist nur Lvovsky. Der Vorname klingt ja französisch, der Nachname eher irgendwie tschechisch oder polnisch oder so. Ja. Okay. Naja. Französischer Film, dass wir den nicht in der Sneak hatten. Das läuft, ist auch noch ein Tag. Intrigo Samaria, was ist denn das? Intrigo Samaria. Einem zweiten Teil der Intrigo-Trilogie, basierend auf Kurzgeschichten des Krimi-Autors Hakan Nesser, wird das Verschwinden einer jungen Frau untersucht. Ja, ich bin vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Bruder, Schwester, Herz läuft auch noch an. Oh, da muss man hier noch draufklicken. Mal gucken. Von Tom Sommerlatte, Regisseur. Ja. Schon immer war klar, dass Franz und Lilly einmal die Rinderzucht ihres Vaters übernehmen sollen. Für Franz ist das die Erfüllung all seiner Träume. Er kommt mit dem Gedanken gut zurecht, sein Leben fortan den Rindern zu widmen. Bei seiner Schwester sieht es anders aus. Okay. Und so weiter. Ich hab nochmal Intrigo. Intrigo. Und zwar in Liebe Agnes. Das ist der Abschluss der Intrigo-Trilogie nach dem Roman des schwedischen Krimi-Autors Hakan Nesser. Aha. Okay. Also der zweite und der dritte Teil kommen gleichzeitig ins Kino. Ist wie bei Herr der Ringe, oder? Fast. dann läuft noch an Ronny und Clyde. Den hatten tatsächlich einige in der Sneak Preview. Da sind die beiden Kumpels Ronny und Khalid, genannt Clyde, die sich mit einem Spätkauf in Berlin mehr oder weniger gut über Wasser halten, stecken arg in der Zwickmühle, als sie dem skrupellosen Casino-Betreiber Bernhard 80.000 Euro schulden und nur 7 Tage Zeit haben, das Geld aufzutreiben. Und so weiter und so fort. Ja. Und was machen sie dann, was er nicht weiß? Achso, sie ist die Tochter. Als sie lesen, dass jeder 10. deutsche Millionär ist, haben sie eine bekloppte Idee. Sie entführen ihre nächsten 10 Kunden. Statistisch muss ja ein Millionär darunter sein, der das Lösegeld springen lassen kann. Okay. Spannend. Ja, ich hätte noch Dunkelfastnacht, Ciemno Pravi Noc. Buchverfilmung, in der Alicia, interessante Schreibweise, Alicia nach langer Abwesenheit in ihre polnische Heimat zurückkehrt und versucht, mysteriöse Vermisstenfälle aufzuklären. Der Trailer, den fand ich gut. Den habe ich schon gesehen gehabt, den Trailer. Und der Film lief auch, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest relativ erfolgreich. Hätte ich mir fast gewünscht, dass man den mal das nie kam, weil, ich sag mal, polnische Horrorfilme gibt es nicht allzu viele. Hätte ich gern mal geguckt. Aber kann man ja noch nachholen dann im Heimkino. Was haben wir hier noch? La Maladie du Démon, die Krankheit der Dämonen. Im westafrikanischen Burkina Faso hat es eine Bevölkerungsgruppe besonders schwer. Menschen, die an psychischen Krankheiten oder Epilepsie leiden, werden häufig aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dass die Menschen auf Hilfe angewiesen sind, kommt oft ihren Mitmenschen nicht in den Sinn. Im Gegenteil. Dämonen werden als Grund für das Leiden dieser Kranken angesehen. Viele haben Angst, sich anzustecken. So vegetieren die Betroffenen oft vor sich hin, werden angekettet, geschlagen und leben ausgegrenzt am Rande der Dörfer. Der Pfarrer sowieso und der Krankenpfleger sowieso gehören zu den wenigen Menschen, die sich dem hiesigen Glauben der Gesellschaft entgegenstellen, sich für ein Leben in Würde der psychisch Erkrankten einsetzen und ihnen eine medizinische Behandlung ermöglichen wollen. Ist übrigens eine Doku, wird nicht anlaufen. Okay. Ich habe aber noch was ich echt cool finde, was mich echt freut. Läuft nämlich am 13. Oktober 2019 wieder an und damit 25 Jahre nach dem Starttermin in Deutschland. Und zwar Forrest Gump von Robert Zemeckis. Ach, Robert Zemeckis ist halt ein toller Regisseur. Tom Hanks, Gary Sinise, wer kennt ihn nicht, Forrest Gump? Ne? Kenne ich schon den Film. Nee, Quatsch. Ja, vor 25 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Oh je, ich war damals im Kino, oh je, darf man gar nicht. Ich habe den ein paar Mal im Kino gesehen, war echt toll.
Das ist so ein Film, der funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut auf der großen Leinwand. Gerade wenn am Anfang die Kamera aufmacht mit der Feder und so, die dann so herumtänzelt mit der Musik und so. Und es sind so viele Szenen drin. Also wer jetzt den Film jetzt nur zu Hause im Heimkino geguckt hat oder vielleicht gar auf dem Handy-Display oder irgendwas, keine Ahnung, nutzt die Chance, guckt den mal auf der großen Leinwand. Das ist echt wert. Hat nicht umsonst. Und welche Filme hat Robert Zemeckis natürlich auch noch gemacht? Zurück in die Zukunft. Ja. Also vier seiner besten Filme sind Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3 und Forrest Gump. Ja, und Castaway hat er auch gemacht. War ja auch, toll. War ja auch mit Tom Hanks. Mit Tom Hanks, ja. Super Film. Gut. Guck halt, was er noch so gemacht hat. Ein schlechterer Film von ihm war ja der Polarexpress. Und die Legende von Beowulf fand ich auch komisch. Ja. Aha. Flight war auch... Falsches cool. Spiel mit Roger Rabbit, das war cool. Ja. Ich habe sogar auf der Jagd nach dem grünen Diamanten habe ich im Kino gesehen damals. Der lief auch bei uns. Okay, so, was haben wir denn noch so Schönes hier auf unsere... Achso, wir müssen ja noch Heimkino. Mal gucken, was da so anläuft. Im Blu-ray-Regal. Neu auf Blu-ray. Vom 14. Oktober, glaube ich, oder? Ist das die richtige Woche? Nee, der 7. Oktober. Der 7. Oktober, dann nehmen wir den 7. Das ist ab morgen, heute ist der 6. Halloween läuft, gibt es ein Steelbook. Ja, sie sieht alles. Mhm. Das sind Octavia Spencer, wo die in dieses Haus reinkommen zum Feiern dürfen und dann boom, durchdreht. Der war ganz interessant. Rocketman gibt es jetzt auf Blu-ray. Wer den nicht im Kino gesehen hatte, unbedingt mal reinschauen. Welcome to Sodom. Dein Smartphone ist schon hier. Eine Doku. Sodom nennt man den Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra, die Müll. Den nur jene betreten, die unbedingt müssen. Ah ja. Das ist da, wo sie den ganzen Müll verbrennen, um da irgendwie diese Edelmetalle da irgendwie rauszukriegen und die alle irgendwie total Lungenkrankheit und so. Okay. Burning läuft noch an auf Blu-ray. Was ist denn das? Eine Mysterie? Wollten die schreiben Mysteries her hier oder ist das ein Film? Nee, ist ein Film. Aber wahrscheinlich koreanisch oder so, schätze ich mal. Nach seinem Studium kehrt der junge Jong-Chu in sein Heimatdorf zurück. Hemi. Ja, das klingt stark. Steht koreanisch. Und die stehen kurz vor einem geplanten Trip nach Afrika. Sehnsüchtig erwartet Jong-Chu den Tag ihrer Rückkehr. Doch am Flughafen begrüßt ihn Hemi mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Auf der Reise hat sie den wohlhabenden Ben kennengelernt, der von nun an nicht mehr von ihrer Seite weicht. Als Hami plötzlich spurlos verschwindet, stürzt die verzweifelte Suche nach ihr Jong-Soo in ein Labyrinth aus Misstrauen und Paranoia. Ist tatsächlich ein koreanischer Film, ja? Ja, koreanischer Film. Und die wollen eine Reise nach Afrika, also Welcome to Sodom. ich hätte noch hier Die Wiese, Dokumentation. Also Die Wiese, ein Paradies nebenan. Sie ist das Paradies nebenan, Die Wiese. Nirgendwo ist es so bunt, so viel fältig und so schön wie in einer blühenden Sommerwiese. Ah, oh, ist aber schön. Zwischen den Zeilen ein französischer Film mit Juliette Binoche. Ja. Ah, das war's, glaube ich. Dann war's das mit den Blu-ray-Neustarts von der kommenden Woche. Und ich habe noch einen Trailer gefunden. Serien. Das war jetzt nicht richtig, aber wir lassen das mal drin. Und zwar, der Trailer heißt Trick, nicht Treat, sondern Trick, startet in den USA an Halloween, passenderweise, und sieht ziemlich abgefahren aus. Ne? Ist von dem Macher von My Bloody Valentine und so weiter, also ein horror-erfahrener Regisseur. Und hier geht es ja darum, dass ein böses Wesen, oder ich weiß nicht, ob es ein Mensch ist oder so, das kommt im Trailer jetzt noch nicht so richtig raus, ne? Ob das ein Mensch ist oder ob das einfach irgendwas ist, was sich da materialisiert. Einfach mal immer die Leute eben bestraft. Ja, die gibt es nichts Süßes, sondern nur Saures. Und in dem Trailer geht es schon ganz schön ab. Also gefällt mir ganz gut. Wie war es bei euch? Ja. Mal gucken. Na, nee. Hätte ich gerne das Sneak. So, der Halloween-Sneak oder so. Ja, da finde ich es cool. Passt hat dazu. Mich gar nicht abgeholt. Ich finde es immer gut, wenn da so neue Horror-Franchises gestartet werden sollen, die so wirklich so ganz einfach gemacht sind, wirklich ganz gerade raus und
Ja, nee, ich find's cool. Wow. Mal gucken, was passiert. Trick vormerken. Also, euphorisiert bin ich jetzt nicht, aber... Naja. Ich werde den Trailer mit verlinken bei uns in den Shownotes. Dann könnt ihr das auch mal angucken, liebe Hörer. Und Serien hat man gerade schon. Mach ich nochmal. Serien. Ich frage gleich mal die Kate, weil die ist ja hier die Serienexpertin. Hast du schon bei Skylines reingeguckt? Nee, es schreckt mich ein bisschen ab. What? Irgendwie. Okay. Ja. Weiß nicht. Ich weiß aber nicht so genau, warum. Es wirkt irgendwie alles so Gangster-Untergrund und bam. Ich dachte, du guckst das einfach alles, was da neu kommt. Nee. Nee, nicht. Okay. Nee, also ich habe schon so ein bisschen Auswahlkriterien. Also, Skyline ist jetzt nicht direkt eine Gangster-Serie wie zum Beispiel Four Blocks oder so. Skyline ist eine Netflix-Serie, die in Frankfurt am Main angesiedelt ist. Und dieses Skylines meint eben auch so ein bisschen die Frankfurter Skyline. Und es gibt ein Plattenlabel in Frankfurt, das heißt eben Skylines. Und dieses Plattenlabel wird betrieben von einem, dessen Bruder im Gefängnis sitzt. Und der kommt dann im Laufe der ersten Staffel auch wieder. Und die durchaus früher mal in dem Milieu unterwegs waren und da einigen Dreck am Stecken hatten. Und dieses Plattenlabel ist aber sauber, also ist halt bloß mit diesem Geld von früher gegründet worden. Und als der Bruder dann aus dem Knast zurückkommt, will der dann auch so ein bisschen wieder so die alten Machenschaften wieder aufleben lassen und will auch seinen Anteil am Geschäft haben. Das ist aber jetzt nicht so die Serie, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, oh, jetzt kommt er da zurück, und sondern ist eher ein bisschen anders. Die Hauptrolle spielt Edin Hasanovic, den kennt man aus diversen Filmen, also einfach mal vielleicht googeln oder so, den hat man definitiv schon in irgendwelchen deutschen Produktionen gesehen. Und der spielt einen Hip-Hop-Produzenten, der so Beats macht für irgendwelche Künstler, und der hat auch einen guten Kumpel, für den er Beats macht, und er kommt eines Tages mal so in Kontakt mit diesem Skyline-Label und die hören sich dann nochmal so seine Beats an, seine Produktion, und finden das eigentlich ganz gut, und weil die auch immer wieder ein bisschen frische Sachen suchen für ihre Künstler, weil die sehr, sehr viel produzieren, wollen sie ihn dann auch so ein bisschen abwerben, und das ist dann auch so ein bisschen so ein Deal, ja, mit dem Teufel, so ein bisschen, auf was er sich da einlässt. Allerdings in seiner Arbeit kommt er anfangs mit den Sachen noch gar nicht so in Berührung, sondern eher so dann mit den Künstlern, mit denen er dann zusammenarbeitet, die wirklich teilweise aus dem Milieu kommen, wo er dann so ein bisschen reingezogen wird. Und ich hatte da auch Bedenken gehabt, von wegen, ja, hey, Frankfurt, jetzt wird wieder Frankfurt als die Bronx dargestellt und alles ganz furchtbar und so. Und aber das ist hier wirklich so ganz dezent. Also so Sachen, die auch wirklich passieren können, das ist jetzt nicht völlig übertrieben oder oh, übelste Gangs und was nicht alles und ein riesen Brimborium und was weiß ich, sondern es ist wirklich ganz, ganz dezent gemacht, so diese Kriminalfälle, die da passieren, oder die Sachen, die verüben, diese Sachen, das ist jetzt wirklich nicht wie in irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo dann irgendwie die ganze Mafia aktiv ist und die ganze Stadt verseucht und bis oben hin, sondern das sind wirklich so diese kleinen Gaunereien, die durchaus stattfinden, die aber durchaus auch mal sehr bedrohlich werden können. Und ich fand das hier nicht nur extrem gut gespielt von den Darstellern, ich fand die Musik auch saugeil. Die passt einfach da hundertprozentig, und da ist auch sehr viel für diese Serie extra gemacht. Also man kann auch bei Spotify gibt es verschiedene Playlisten, die von privaten Leuten erstellt worden sind, wo einfach so Musik drin ist, die da passen könnte, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch die originale Liste von den tatsächlichen Musikstücken, die verwendet wurden. Da ist einiges so von Haftbefehl, von Hafti mit drin, und ja, also wenn man das ein bisschen mag, aber auch ganz andere Musik und auch Sachen, die man überhaupt nicht kennt, die aber auch irgendwie geil sind. Und das passt auch richtig, immer richtig gut. Ich fand die echt gut. Ich habe sie ganz durchgeguckt, die Staffel. Hat mir total gut gefallen. Das Ende fand ich ein Hammer. Also ich würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht. Aber so wie ich das mitbekommen habe in meiner Filterblase, kommt die Serie ganz gut an. Deswegen hoffe ich mal, dass da vielleicht auch eine weitere Staffel folgt. Und also wer auf Hip-Hop, Rap-Musik, deutsche Sachen steht, unbedingt mal reinschauen. Und die Gangstergeschichte ist auch gut erzählt. Die Darsteller sind super. Ja, mir hat es echt gut gefallen. Kann ich empfehlen. Von mir.
gibt das klingt spannend. 8 Punkte auf jeden Fall. Damit ich oho, eine 8 Punkte. Damit ich noch ein bisschen Luft nach oben habe. Ja, genau. Ich fand den Edin, den Hauptdarsteller, echt gut, wie er das macht und so. Ja. Sind auch einige Nebencharaktere, die man kennt, zum Beispiel hier von, ich glaube, den Stuttgarter Tatort oder so, ist einiges dabei und ich glaube, diverse Tatort-Prominenz ist dabei und aus deutschen Serien in Nebenrollen, wie man sie normalerweise so nicht kennt. Schönes Ding, also Skylines, empfehlenswert. Vielleicht gibt es da mal irgendwie eine, jetzt gab es da schon irgendwie Berlin eine Serie, vielleicht die Einschläge kommen näher, vielleicht gibt es noch was aus Stuttgart, mal gucken. Mal schauen. Ja. Skylines, Netflix, angucken, wer Netflix-Abo hat, kostet ja nichts extra, reinschauen. So, dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Dann kommen wir mal zu diesen allgemeinen Themen. Da brauche ich mal einen ganz kurzen Einspieler hier, damit ich weiß, wo ich den Trenner mache. So. habt ihr eigentlich mal diese Plattform Join euch mal näher betrachtet? ich kann mich daran erinnern, Jerks, dass ich zu dir gesagt habe, dass auf Join Jerks komplett läuft. Ja. Eine Lille sucht die mittlerweile. Was? Ja, auf Join. Ich bin ein Suchti. Da gibt es tolle Sachen. Ja, nee, ich finde auch die Plattform an sich, also ich habe die ja seitdem es die gibt, ich hatte damals die haben sie ja damals beworben, dass da die neue Staffel Jerks drauf ist und da hatte ich mir die ja geholt gehabt, hatte ich auch schon geschaut. Und da war die noch nicht so perfekt, die Plattform. Aber jetzt mittlerweile auch mit den anderen Serien, die da drauf sind, ich meine, die Werbung, die nervt halt ein bisschen, aber wer jetzt gerne Serien schaut, ich finde, es ist ein perfekt gemachtes Ding. Ich meine, du hast halt ein bisschen Werbung, okay, die wollen auch Geld verdienen, aber dafür, dass sie so eine gute Plattform bereitstellen, die ja sogar auf meinem Fire TV Stick funktioniert und irgendwie auf dem Apple TV funktioniert das und auf iOS und sonst wo, also echt top, also kostenlos, ohne Anmeldung, man muss sich da nicht anmelden, dann wird irgendwie zugespammt. Geiles Ding. Ich merke schon, ich reiße euch da nicht so mit hier. Nein. Ich benutze es jeden Tag. Ich habe da eine Serie jetzt entdeckt, die gibt es nirgends sonst. Die kann ich nur dort angucken und das ist schon geil. Ist das die mit der Frau hier, die immer in der Werbung kommt? Oder? Nee, das ist eine Doku-Serie über den Australia Zoo und die Irwin-Familie. Okay. Die erste Steve Staffel Irwin? Davon. Kennst du Steve doch auch, Irwin, oder? Vom Tierforscher. Dem seine Familie, seine Frau und seine Kinder sind ja jetzt... tun ja sein Lebenswerk fortführen. Und da gibt es jetzt eben die erste Staffel, das in den USA heißt es, oder in Australien heißt es Cricky, It's the Irvins. Und hier in Deutschland heißt es einfach nur die Irvins. Und das kriegst du nur auf Join aktuell und sonst nirgends. Ja, und da kann man die erste Staffel mit 14 Episoden streamen. Und das ist echt gut, weil also die zeigen halt nicht nur ihre Tiere im Australia Zoo, die zeigen halt auch, und da sind jetzt auch nicht die ganze Zeit nur die Irvins zu sehen, sondern da ist das ganze Stuff vom Zoo, den ihre Klinik, den ihr Rescue-Team. Man sieht einfach, was da alles so passiert und was auch hinter den Kulissen diesen einem der größten Tierparks der Welt passiert. Und wie viel Gutes die tatsächlich auch tun. Also nicht nur mit ihrem Zuchtprogramm, sondern auch mit der Tierklinik. Da können, wenn du jetzt dort lebst und du findest am Straßenrand ein verletztes Tier, packst ein und bringst dort in die Klinik. Und die behandeln das komplett kostenlos und gucken, ob sie es wieder auf die Beine kriegen und auswildern können. Und alle, die nicht ausgewildert werden können, bleiben dann im Zoo und dürfen dort weiterleben. Weil du das gerade so sagst. Sorry, dass ich lache bei dem ernsten Thema. Mir ist bloß das gerade eingefallen bei der Brittany, wo die erzählt hat, so, ich habe so wenig Geld und ich bin da irgendwie so, sie wollte einen Hund retten, irgendwie vor der Not. Da haben sie noch nicht mal ihr den Hund gegeben, weil sie gesagt hat, okay, das kann man dem Hund nicht antun. Dann ja, der Hund hat keine Zukunftsaussicht, genau. Denn er kommt aus der Tötungsstation. Ja, genau. Ey, das war so krass, ey. Naja. Ja, man lernt halt viel über den Australia Zoo und das ist, okay. Da ich ja da so ein bisschen Ambitionen habe und ich da ja eh schon auch schon war oder der Christa auch schon war, war das dann ganz interessant. Vor allem witzigerweise, was ich total witzig fand, ist, in einer der ersten Episoden geht es um einen Tiger, einen sibirischen Tiger, der heißt Hunter. Und Hunter war einer der Tiger Cubs, den wir damals 2013 getroffen haben, der Chris und ich, den wir streicheln durften.
Und da habe ich ihn jetzt in Erwachsen gesehen in der Serie. Das war schon cool. Ah, ist echt cool. Also Join, Empfehlungen auch von mir. Also wer es noch nicht kennt, holt euch das. Kostet nichts, die Plattform für Serienfans. Keine anmelden, einfach Browser öffnen und los geht's. Ist immer mal ein bisschen Werbung und so. Das ist manchmal fürs ein bisschen Handy nervig. Gibt's eine App. Manchmal kommt es mittendrin. Du guckst gerade, was kommt mittendrin in einer blöden Stelle, also wo mitten im Wort oder so. Aber dann kommt immer nur ein Spot und das geht eigentlich. Und das ist meistens immer dieser Magenta-Spot. Also ich hatte immer nur den Magenta. Bei mir ist es ständig irgendwas von Audible. Jetzt gerade hier der David Hasselhoff Audible-Spot. Oh, furchtbar. Okay. Ja, also das muss man halt ertragen. Dafür kostet nichts und man kann Serien gucken. Also für die, die wie Brittany unterwegs sind und da ein bisschen, oder Sparfüchse hier im Schwabenländle, genau. Join. Obwohl man hat ja eh alles andere da. Und mittlerweile bei Sky gibt es auch eine Änderung. Den einen Sender Cinemagic gibt es nicht mehr, weil ja Disney demnächst seinen eigenen Dienst startet. Da laufen jetzt andere Sachen. Seinen monströsen eigenen Dienst, ey. Mein Gott, wenn der nach Deutschland kommt, dann das wird spannend. Deswegen müssen jetzt hier die Glasfasernetze ausgebaut werden. Aber hallo. Wir hatten noch ein paar Kommentare auch das letzte Mal. Da gab es ja von Martin, der hatte wegen den Töchtern, hat er uns geschrieben gehabt hier von der zu dem Film, den wir gesehen haben. Und dann war hier, glaube ich, noch ein Kommentar bei kinocast.net, wenn ich mich da recht erinnere. Der Martin, der kennt sich offensichtlich besser aus mit unseren Angeboten als ich vom Vorlesen dieses besser doppelt als nie Angebot von den Innenstadtkinos und dem Schauspielhaus geht nicht nur bis Ende des Jahres, sondern bis Ende nächsten Jahres. Aber dann finde ich es fast ein bisschen dünner, also dann dreimal ins Kino, ich meine, das habe ich ja in einer Woche weg, also das ist ja, was mache ich dann sonst? Und dreimal ins Schauspielhaus. Du kannst das Angebot ja nochmal machen dann. Aber dann muss ich ja nochmal ins Schauspielhaus, also naja. Okay. Ja, dann denke ich mal, sind wir heute soweit durch. Wir sind übrigens, wir sind Platz 10 der Stuttgarter Podcasts geworden. Hey. Bei Stadtkind. Ja. Und da waren zwar ein paar andere Podcasts mit dabei, die überhaupt nicht mehr aus Stuttgart senden, aber das kann man verschmerzen. Aber dafür sind einige andere Podcasts vergessen worden, wie zum Beispiel der Pausentee. Ja, der auch aus Stuttgart sende. Skandal. Ja. Ich habe auch noch eine News. Oh, jetzt schieß los. Ja, vielleicht, es hat ja schon der eine oder andere mitbekommen, ich habe in der September-Ausgabe vom Lift-Magazin aus Stuttgart hier einen Beitrag geschrieben, wo ich schämlichst behandelt wurde, indem man meinen Namen falsch geschrieben hat. Böche. Und die waren so lieb Appelt, und haben... Sie mal nicht so auf. Und die haben wieder angefragt. Geht's in Ingo? Und ich werde wieder einen kleinen Artikel in der November-Ausgabe haben. Was ist das Thema dann? Die Mehrwertsteuersenkung DVD, bei... DVD-Blu-Ray-Neuerscheinungen. Und Apple. Also ich darf 3 Filme empfehlen, die im November auf Blu-Ray und DVD erscheinen. Wenn wir schon Frankfurt hatten, dann Appleboy. Appleboy. Schöne Grüße. Das ist Teheran. Schöne Grüße. Ja, und ich, mir wurde versprochen, dass mein Name diesmal richtig geschrieben wird. Wir sind alle sehr gespannt, ob das passiert. Ja, ich auch. Ja, also falls jemand wieder Lift lesen möchte oder es generell liest, ich bin auch wieder vertreten. Ja, ich kaufe mir die tatsächlich jetzt immer. Ich hatte die vorher noch nicht so auf dem Radar, bevor die uns damals angefragt hatten für das Shooting hier. Und und seitdem hole ich mir die immer. Gibt es bei uns im Rewe da. Ist immer ganz interessant. Sieht man, was so abgeht. Und schönes Ding. Okay, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, dann nutzt die bekannten Kanäle oder lasst einen Kommentar auf kinocast.net da oder auf den diversen anderen Plattformen. Wir haben übrigens einen neuen Patreon-Unterstützer. Also wer uns unterstützen möchte, gibt es diverse Möglichkeiten. Die findet ihr auf kinocast.net ganz oben unter Danke für eure Unterstützung. Und jetzt muss ich mich erstmal einloggen. Warum bin ich hier nicht mehr eingeloggt bei Patreon? Ich komme hier der Plattform noch nicht ganz so klar hier. Wo sehe ich jetzt, wer hier? Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich das rausfinde. Blocked Users? Nee. Sind ja die geblockt? Ah, hier, genau. Also, der Super Luca unterstützt uns ja schon. Und, wir haben. Der Frank. Frank S. unterstützt uns auch. Auf dem. Jetzt muss ich kurz gucken, welcher Level das war. Auf dem Brad Pitt Level. Willkommen, Frank S.
Und der Stefan K. folgt uns nur auf, da kann man irgendwie irgendwelche News eingeben. Wir können da zum Beispiel auch, wenn wir dann genügend Leute haben, die uns da unterstützen, dann kann man auch so bestimmte Aktionen machen, dann für diejenigen, die uns unterstützen. Dass man dann sagen, okay, wir machen einen Beitrag, zum Beispiel, wo sie dann irgendwas abstimmen können oder irgendwas. Ja, aber da warten wir erstmal noch ein bisschen. Also, unterstütze uns bei Patreon, geht ab 1 Euro los. 1 Euro kann ja jeder haben, der hier die Sendung gut findet. Und da würden wir uns freuen. Jo, dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann schauen wir mal, ob wir morgen was zu lachen haben in der Sneak oder ob da was anderes kommt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. 12. Ja, würde ich gern sehen. Aber wenn ich die Wahl habe, Joker oder Sharknado, würde ich tatsächlich lieber Joker gucken. Wohl High Alarm. Ja. Außerdem gibt es Sharknado 12 noch nicht. Ich glaube, die sind jetzt bei 6. Und der letzte war scheiße. Schau doch in dein DVD-Regal, da stehen noch die Steelbooks. Der letzte war scheiße, der war mit Zeitreise, das war dann echt abgefahren. Okay. Das war Avengers, du verwechselst da was. Nee, das war auch, da ist dann irgendwie mit Abraham Lincoln, bringen sie dann irgendwie die Haie dahin. Also, egal. Okay, das wird nicht besser heute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wie heißt der Superheld, den Robert Downey Jr. spielt, in der Türkei? Der Gerätman? Ihan Man. Oh Mann. Ich fand ihn schon ein bisschen lustig. Oh Mann. Findet ihr den nicht lustig? Nee. Ach komm. Bis bald im Kinocast.